heute bei Kaffee Wild, einer der renommiertesten Konditoreien in der Bundesrepublik. Gehört zu den 20 Besten, wie wir jetzt nun wissen. Und neben mir steht Thomas Wild und wir wollen heute mal in seinen Tagesablauf hinter die Kulissen schauen. Herr Wild, was gibt's heute? Was machen Sie heute? Ja, wir haben gerade die Ostertage hinter uns gebracht und jetzt gibt's natürlich wieder jede Menge Arbeit. Die Regale sind leer, Trüffel müssen gemacht werden, Torten, Pralinen. Heute wird eigentlich das ganze Programm gemacht, Baumkuchen wird gleich gebacken. Also Arbeit, an Arbeit mangelt es uns heute nicht. Prima, dann schauen wir gleich mal direkt mit rein. Gerne. Jetzt geht es an die Baumkuchensache und der Herr Wild wird uns mal ein bisschen zeigen, wie sowas funktioniert. Wir sehen es gerade schon. Ja, der Baumkuchen ist eine unserer Spezialitäten. Und ein Baumkuchen sind ca. 12 Backvorgänge. Und er wird wöchentlich auf jeden Fall einmal frisch gemacht. Das heißt, 3 Meter werden da produziert und es ist eben ganz wichtig, dass man diese einzelnen Backvorgänge gut einhält, damit er einmal saftig ist und aber auch durchgebacken ist und das erfordert eine gewisse Genauigkeit. Der Baumkuchen, woher hat er seinen Namen? Weil er den Anschnitt einmal so wie ein Baum gewachsen ist. Und im Anschnitt hat er dann die einzelnen Ringe, die Backvorgänge, die sieht man dann genau wie die Jahresringe im Baum. Ich habe in Randzeit gelernt und da wurde der noch mit Gas gemacht und per Hand gedreht. Also so. So eine Kurbel, dass man die Geschwindigkeit der Kurse macht, nur die Masse und dadurch hat er auch oft einen schlechten Ruf. Logischerweise, wenn alles Natur ist, ist auch alles nicht so lange haltbar. Und für uns ist eben Baumkuchen noch ein Fischgebäck. Industrie und die stellt Baumkuchen her, der ist auch monatelang haltbar. Aber nur eben natürlich Mittel und dass, wenn er saftig noch dabei ist, die Feuchtigkeit verdunstet ja langsam und es wird schimmelig. Und deswegen ist das, sagen wir mal, handwerklich hergestellt, auch nur so möglich. Ist das jetzt eine spezielle Schokolade, die Sie irgendwo herbeziehen? Genau, also Schokolade selber macht niemand, kein Konditor. Es gibt also Schokoladenhersteller und da gibt es natürlich die verschiedensten Hersteller. Wir haben den Hefe Volubeka, das ist ein deutscher Hersteller, wo ich auch total von überzeugt bin, wo der wirklich für den deutschen Geschmack auch die Schokolade produziert. Das ist ein relativ neues Verfahren, also eine Mikrowelle, das gibt es noch gar nicht so lange. Und das ist eine unheimliche Erleichterung, weil wir innerhalb von 5 Kilo Schokolade temperiert. Wie war das früher? Da haben Sie es in den Topf geworfen und warm gemacht. Genau, da musste das im Wasserbad aufgelöst werden, langsam, über Nacht, über Stunden. Und das war natürlich eine logistische Hochleistung, weil man immer nicht wusste, was man dann am nächsten Tag auch macht. Wichtig ist, dass man die flüssige Schokolade mit der harten Schokolade mischt, um eben einen schönen Glanz zu kriegen. Schokolade ist eben nicht so einfach und wir machen das auch mit den Händen, weil man mit den Händen das beste Gefühl hat. Also die Hygiene ist bei uns sehr wichtig, die Hände werden immer gewaschen und desinfiziert und deswegen kann ich mit meiner Hand da auch reingehen, ohne dass wir da Gedanken haben können.
auch noch ein Wärmebad. Genau, da ist, so haben wir das früher auch klassisch gehabt. Und es wird heute eben, wird hier temperiert und dann wird die darin gehalten, warm gehalten. Also. Ist das schon die Schokolade für die Trüffel? Genau, die brauchen wir gleich zum Spinnen, zum Filieren, um den Trüffeln eben die entsprechende Optik zu geben, sodass wir auch jeden Trüffel auch unterscheiden können. Wir haben so ein Lexikon, wo man dann sieht, welcher Trüffel wie aussieht, sodass der Kunde auch vergleichen kann, was esse ich denn da eigentlich. Ich denke mal, das ist ja immer das größte Problem gewesen früher, dass man nicht die Trüffel sucht, man sich nach der Optik aus. Man beißt mal rein und denkt, naja, das war genau das Falsche. Und das ist mit diesem Lexikon, mit der jeden eigenen Optik eben nicht mehr so. Ist der Trüffel eigentlich eine belgische Erfindung? Sicherlich ist in Belgien viel mehr mit Pralines gemacht worden als in Deutschland. Ich bin der Meinung, ich meine, es müsste eine französische Erfindung sein. Heißt, der Whisky ist schon drin. Ach so, in einem Trüffel. Ja. Der ist da drin. Der genau. Ist schon drin. Das ist jetzt nur noch optisch. Genau. Nur noch eine optische Aufwertung jetzt hier, was wir machen. Ja. Also, sehr schön. Wird der Trüffel kuvertiert, der Friesentrüffel. Genau. Wird kurz vielleicht dazu gefragt, Sie haben ja die Trüffel vorher hergestellt. Ja. Wie kriegt man die so rund? Ja, also es ist ein Hohlkörper, den kann ich gleich auch mal zeigen, wo wir die flüssige Füllung einfüllen. Da muss man das mindestens 24 Stunden abstehen lassen. Die Füllung, genannt Ganache, ist also eine Sahne-Schokoladenfüllung, zieht an, kristallisiert aus und dann wird sie in einem Tütchen verschlossen und dann geht es so weiter. Das heißt, in dieser Kugel ist jetzt noch irgendein Kern? Ja. Das ist also der leere Trüffel. Das ist auch Schokolade? Genau, das ist die Schokoladenfüllung. Gibt es natürlich auch in Weiß. Hell oder dunkel. Das ist jetzt auch der Original, die Originalfüllung für den Friesentrüffel. Nein, der Friesentrüffel hat den Weiß. Achso, okay. Ne? Der ist dann weiß. Ja, ja. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Whisky-Trüffel sein. Die Mandeln kommen. Mittelmeermandeln haben wir höchster Qualität. Wie eigentlich bei allem ist es bei uns ja eigentlich zweitrangig. Letztendlich produzieren wir für den besten Geschmack und nicht für den besten Preis. Ja, also wir versuchen eben alles dem Geschmack und der Qualität unterzuordnen und wir machen das möglichst beste Produkt. Die Zeit ist nicht so wichtig und dafür ist natürlich hinter der Preis den Weg auch dann besser. Mit der Haltbarkeit, gerade bei den Trüffeln. Ich sag mal, die Industrie fängt an, was darf ein Trüffel kosten? Er muss mindestens 3, 4 Jahre oder ein Jahr haltbar sein. Und dann fangen die an, die Zutaten dafür zusammenzustellen, was sie für den Preis entgegen. Wir nehmen die besten Zutaten, machen es nach einer handwerklichen Art, gucken dann, wie lange haltbar ist und legen dann den Preis fest. Also bei uns sind wir genau konträr zur Industrie. Das war ein hautnaher Einblick in das Café Wild. Und Herr Wild, wann haben Sie heute Morgen angefangen? Ja, die Backstube fängt um 6 Uhr morgens bei uns an. Und die arbeiten so bis 15 Uhr und der Laden hat so bis 18 Uhr auf. Also bis man dann zu Hause ist, ist es 6:45. Ein langer Arbeitstag hier und wir haben tolle Einblicke erhalten. Ich glaube, wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal war. Vielleicht werden wir vorhin nochmal eingeladen. Vielen Dank, Herr Wild. Danke auch.